Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Imperiumsmitglieder. Bei einem weiteren Tierlist-Video, das ist in dem Fall eine Rangliste, wo ich unterschiedliche Aspekte einer bestimmten Spielereihe oder irgendetwas anderes in einer Liste einordne, die ich nach vorgefertigten Kriterien sortiert habe. Und thematisch haben wir gerade die Super Mario 35-jährige Jubiläumsedition, weil der Klempner eben dieses Jahr 35 wird und ich mir daher ganz viele unterschiedliche Aspekte aus dem Bereich Super Mario anschaue und diese dann eben in eine Liste verpacke. Wer von euch ebenfalls Ideen für weitere Listen hat, kann sie mir gerne zukommen lassen oder in die Kommentare schreiben. Und wenn es tatsächlich machbar ist, werde ich mich darum kümmern. Ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und Imperiumsmitglied werden wollt, auf meinen Discord-Server kommen oder mich auf Patreon unterstützen oder Kanalmitglied werden. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, in Zukunft noch mehr von euch hören zu können. Gut. Für diejenigen, die hier bereits häufiger eingeschaltet haben bei diesen Videos, denen dürfte auffallen, dass ich hier eine Extra-Kategorie eingefügt habe, die sonst nicht da ist. Das sind in dem Fall reine Zweckverwandlungen. Das liegt daran, dass hier teilweise Verwandlungen aufgelistet sind, die nur dazu da sind, dass man beispielsweise sich kurz nach links bewegt oder dass man sich irgendwo hinschießt oder sonst was. Du spielst nicht wirklich mit denen, ja, du kannst im Prinzip nur einen Knopf drücken oder dich in eine Richtung bewegen oder so. Sind sie deswegen jetzt katastrophale Verwandlungen? Naja, nicht wirklich, weil sie nicht wirklich Verwandlungen sind, sondern sie sind einfach nur Rätsel, die man auf der Overworld löst. Deswegen werde ich sie in diese letzte Kategorie tun, weil das ist dann einfach aus der Bewertung herausgenommen, sage ich mal. Da werden wir dann hier ein paar von dieser Sorte sehen. Und ich möchte an der Stelle meinem Konsul Just danken, der mir diese Liste vorgeschlagen hat. Daher wollen wir sie uns nun anschauen. Und ich möchte direkt sagen, ich werde mich leider an mindestens die Hälfte der Namen hier nicht erinnern. Mindestens drei Viertel der Namen hier nicht erinnern können, weil Super Mario Odyssey eine Vielzahl von unterschiedlichen coolen neuen Gegnern eingefügt hat, aber leider ich gerade nicht alle im Kopf habe. Von daher, ja, muss ich dann an anderer Stelle vielleicht doch mal nachschauen, aber hier für diese Liste werde ich sie nicht alle im Kopf haben. So, beginnen wir direkt mal mit dem Totenkopf. Der aussieht wie eine Statue aus der Osterinsel. Ja, ich habe keine Scherze gemacht, Leute. Ich kann die Namen leider echt noch nicht. Ja, das war eine ziemlich coole Verwandlung. Also wenn man die Sonnenbrille runter hatte, hat man im Prinzip geheime Wege gesehen, war aber sehr langsam. Während wenn man sie oben hatte, man sehr schnell laufen konnte, aber wiederum den Weg nicht sehen konnte. Und das hat bedeutet, dass du hier zwei unterschiedliche Modi hattest und dir genau überlegen musstest, welchen du jetzt aktivieren willst. Manchmal musstest du sie auch nur kurz zur Hilfe verwenden, um den Weg überhaupt sehen zu können und dann mehr oder weniger blind agieren. Aber das Schöne war, dass es dir überlassen war. Du konntest einen vorsichtigen Weg wählen oder einen sehr, ja, einen sehr riskanten. Es blieb am Ende dir überlassen und du hattest sowohl Vor- als auch Nachteil, wenn du das ein oder andere gemacht hast. Ich würde dir daher auf jeden Fall auf gut tun. Ja, richtig gute Verwandlung, schöne Doppelformen, die hier möglich sind. So, der Kaktus, den wirfst du im Prinzip nur drauf und dann kommt ein Stern oder kommt ein Powermond. Also reine Zweckverwandlung. So ein Beispiel. So, die Goomba. Die Goomba hat eine sehr interessante Funktion, wenn es darum ging, Türme zu bauen, weil man die Goomba eben immer aufeinander stapeln konnte. Das konnte man benutzen, um hohe Orte zu erreichen oder zum Beispiel, um eine Goomba-Dame, eine Goombette, keine Ahnung, ob die so heißen, zu beeindrucken, indem man einen Goomba mit Schnurrbart auf ihre Höhe gebracht hat, sodass sie ihn mit beiden Augen ganz klar anschauen konnte. Das war spannend, aber es war so ziemlich die einzige Funktion, die Goombas hatten. Ansonsten hat man sich vor allem Goombas geschnappt, wenn man gerade nicht in der Lage war, sie zu erledigen. Man hatte nicht so einen großen Mehrwert dadurch, dass man mit Goombas spielen konnte. Ich würde dennoch sagen, dass sie auf jeden Fall okay sind. Ja, es gibt eine Reihe von interessanten Aufgaben, die mit ihnen vollzogen werden können, aber sie fühlen sich eben immer sehr, sehr ähnlich an von ihrem Wesen. Dann haben wir hier die Faust, gegen die wir im Wüstenland kämpfen. Und das war richtig cool, weil diese Faust einen ja eigentlich umbringen möchte. Aber wenn man sie so platziert, dass er, sagen wir mal, schräg
oder ja, so ein bisschen schräg neben einem steht oder sich die Hand anhaut und daraufhin Schmerzen hat, hat man die Möglichkeit, sehr schnell sich diese Hand zu schnappen und dann muss man in einem schnellen oder in einer schnellen Aktion dem Gegner einen Falcon Punch verpassen. Das war sehr, sehr cool. Ich würde das auf großartig tun, einfach weil es in den Bosskampf hineingebaut war. Ja, es war sozusagen eine Mechanik, die von einem Fangwesen, das wir niemals übernehmen könnten, das aber im Gesamtzusammenhang vom Endboss funktioniert hat und den Endboss sowie die Fangmechaniken dort auch enorm besonders gemacht haben. Die Rakete schießt einen nur zu einem Level, zu einer dieser Geheimlevel, ja, so ein bisschen das Äquivalent zu Sunshines Geheimlevel, natürlich deutlich einfacher. Von daher auch eine Zweckverwandlung. Dann haben wir hier diesen fliegenden Salamander. Es war ein bisschen schwierig, sich an die Steuerung von ihm anzupassen, muss ich sagen. Aber wenn man sie beherrscht, kann man damit richtig coole Flugeinlagen machen. Das Schöne ist, er ist nicht overpowered, weil man kann nicht mit den Flügeln schlagen, man kann nur gleiten. Und dann muss man eben den perfekten Winkel finden und genau wissen, wie man sich mit den Flügeln positioniert in Richtung Wind, damit man Höhe beibehält oder damit man landet. Und das ist sehr clever gemacht. Und man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass man hier mit realistischen Windproportionen arbeitet. Gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, mit ihm zu tricksen. Vor allem eben auf der stockfinsteren Seite des Mondes, wenn man gegen den Wirbelsturm fliegt. Da kann er dann an Höhe gewinnen. Aber auch da muss man dann in der Lage sein, nah genug an ihn ranzufliegen. Also in dem Fall an den Wirbelsturm. Man kann allerdings auch Tempo aufbauen, indem man den Controller schüttelt. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, dass man dafür Motion braucht. Aber er hat einige Tricks auf Lager. Das macht ihn als Fanggegner sehr cool. Wird ihn auf jeden Fall auch auf gut tun. Ist manchmal ein bisschen... Ja, manchmal kann es ein bisschen blöd mit der Kamera sein, wenn man mit ihm spielt. Aber das ist dann so ziemlich der einzige Fehler. Dann haben wir Lucky Two, die interessanterweise überall fischen können, wo irgendwie Sand ist, also entweder im Wasser, wo eben Sand unten ist, oder in der Wüste, wo auch Sand ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Lucky Two's einzige Rolle ein Fischer zu sein scheint. Also Lucky Two ist einer dieser Gegner, die haben sogar teilweise mehr Tiefe, wenn du sie in den Super Mario Bros. Spielen übernimmst oder Super Mario World. Weil du dann ja mit den Wolken Geheimnisse erreichen kannst, die du sonst nicht erreichen könntest. Aber da ist Lucky Two's Rolle sehr limitiert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man diese Mechanik für andere Gegner offen gelassen hat, was in Ordnung ist, aber das macht Lucky Two jetzt auch nicht so besonders, muss ich sagen. Deswegen tue ich ihn auch nur auf okay. Den Zweck, den er erfüllt, sozusagen vor allem die Fischmechanik, die ist wunderbar. Aber im Gesamtzusammenhang ist es ein bisschen enttäuschend. Okay, der Reißverschluss, ja, der macht nur Wände auf, ebenfalls reine Zweckwandlung. Cheep Cheep. Cheep Cheeps haben zum einen diese richtig coole Mission im Schneeland, wo man dem Tod einen Cheep Cheep suchen muss und es schaffen muss, in dieses Aquarium reinzuspringen und schnell nach unten zu schwimmen. Das ist eine coole Sache. Aber ich mag auch die Steuerung vom Cheep Cheep. Der Cheep Cheep ist zwar sehr beschränkt in seinem Aktionsradius, sage ich mal. Es geht vor allem darum, dass man eben im Wasser mit dem Cheep Cheep schwimmen kann. Aber man hat eine gute Steuerung mit ihm. Er kann diesen Schüttelangriff machen, sag ich mal, wo er jeder um sich herum besiegen kann. Und man kann sehr, sehr schnell mit ihm schwimmen, was man eben für Herausforderungen braucht, wo man dann Tempo aufbauen kann. Er ist definitiv nichts Besonderes. Ja, er ist einfach ein typischer Fisch, mit dem man im Wasser schwimmen kann. Aber ich muss sagen, ich habe selten eine so gute Steuerung im Wasser von einem Fisch erlebt. Ich habe jetzt schon einige solcher Spiele gespielt, aber der steuert sich echt sehr, sehr gut. Deswegen würde ich sagen, der Cheep Cheep ist auf jeden Fall auch gut. Wirklich gute Verwandlung. Wie gesagt, nichts ultra Besonderes, aber macht sehr viel Spaß, mit ihm zu schwimmen. Okay, dieser Block, ich meine, der hat ziemlich gute Rätsel. Beziehungsweise ein gutes Rätsel vor allem, dieses Blockschiebe. Ja, ist so ein bisschen Blockschieb. Aber wenn ihr mich fragt, ist das auch eher eine reine Zweckverwandlung. Ja, dann haben wir den Frosch.
Der Frosch, der in der Lage ist, vor allem in der Höhe zu interagieren. Also der kann hochspringen und wenn man schüttelt, kann er noch höher springen. Das braucht man dann eben vor allem, wenn man wieder die Mondstücke einsammeln möchte. Und auch wenn man glaubt, dass es einfach wäre, wenn man mit dem Frosch hochspringen kann, ja, das nützt einem nichts, wenn dementsprechend die Sachen trickreich platziert sind. Das kam hier sehr häufig vor. Häufig konnte man die Monde oder die Mondstücke, die man suchen musste, gar nicht richtig sehen. Und dann, wenn man auf dem eigentlichen Mond war, wo Mario schon hochspringen konnte, hatte man mit dem Frosch eine unglaubliche Höhe. Das war alles cool an ihm. Auch, dass man natürlich mit ihm leichter im Wasser schwimmen konnte. Ich würde sagen, der Frosch ist großartig. Und zwar deswegen, weil man wirklich coole Geheimnisse mit ihm platziert oder weil man wirklich coole Geheimnisse mit ihm finden konnte. Ja, man konnte da wirklich Sachen verstecken, die man auf dem Boden mit dem bloßen Auge nicht erkennen konnte. Und dann musste man mit dem Frosch danach suchen. Der Frosch kam aber auch sehr weit, einfach weil er die Möglichkeit hatte, so hoch zu springen. Konnte auch Orte erreichen, wo man vielleicht traditionell nicht dachte, dass er hinkommen würde. Dann haben wir die Piranha-Pflanze. Also, das Einzige, was die ja wirklich machen kann, ist Giftspritzen. Ja, der Grund, warum man sie überhaupt einfangen möchte, beziehungsweise warum man die Kappe in ihr Gesicht werfen möchte, ist ja, damit man sie erledigen kann. Und um sie überhaupt einfangen zu können, muss man, soweit ich weiß, erst einen Stein in ihr Gesicht reintreten und dann kann man sie steuern. Aber sie ist sehr stagnierend, sage ich mal. Man kann nur wenig Besonderes mit ihr machen und ganz ehrlich, viele werden das wahrscheinlich übersehen haben, weil sie eben nicht darauf kommen, dass sie den Stein erstmal in ihr Gesicht treten und sie dann fangen. Ich meine, es ist eine gute Methode, ja, da muss man ein bisschen mitdenken, aber ja, so wirklich viel verpassen tun die Leute da nicht. Ich würde sagen, das ist eher eine nicht gute Verwandlung. Ich meine, ja, du hast ein bisschen das Problem, dass du bei ihr statisch bleiben musst. Sie ist nicht die Piranha-Pflanze aus Super Smash Bros. Oder Super Smash Bros. Ultimate, die absolut am Ausrasten ist, aber ja. Ich hätte mir schon so ein paar coolere Mechaniken mit ihr vorgestellt. Dann haben wir hier diesen Wurz. Der Wurz kann ja seine Beine verlängern, was einem erlaubt, höher gelegene Orte zu erreichen. Man kann allerdings auch Platten von oben nach unten drücken. Man kann diese Fähigkeit auch benutzen, um in Bosskämpfen beispielsweise über Hindernisse drüber zu springen. Ja, in dem Fall Laserhindernisse. Also, er ist sehr vielseitig einsetzbar, das mag ich. Und am Ende des Tages ist er nicht... Er ist kein Kämpfer, ja, er kann nicht angreifen. Also außer, wenn man sich zum Beispiel von unten gegen einen Gegner drückt, in dem Fall vor allem dem Endboss. Aber was man mit dem Wurz kann, ist, man ist in der Lage, wenn man so ein bisschen auf die Mechaniken schaut, okay, wie lange brauche ich, damit er die Beine hochfährt, wie ist dann der Schwung, wenn ich loslasse, kann man fast allen Gegnern ausweichen, ja, man ist dann enorm flexibel, was seine Geschwindigkeit angeht und deswegen mag ich ihn, ja, ich finde es absolut cool, mit dem zu spielen, weil es eben eine ganz andere Spielerfahrung ist und man natürlich sehr große Vorteile dadurch hat, dass man höher gelegene Orte erreichen kann, aber auch Nachteile dadurch, dass man nicht angreifen kann, aber wenn man die Fähigkeit von ihm gut einschätzt, dann passt das alles. Und ich sehe gerade, dass hier noch ein Cheep-Cheep ist. Ich habe gerade leider keine Ahnung, was der Unterschied zwischen dem roten und dem lila Cheep-Cheep ist, das bitte ich zu entschuldigen. Dann haben wir hier einen Feuerpuder. Und dann haben wir auch irgendwo einen Hammerpuder. Ja, Hammer. Okay. Dann bewerten wir die doch zusammen. Also der Feuerpuder ist vor allem dazu da, um Zelda-mäßig Rätsel zu lösen, indem man Feuer anzündet. Oder Fackeln. Während der Hammerbruder vor allem dazu da ist, damit man Flächen auf der Oberwelt entfernt. So, ich muss sagen, der Hammerbruder ist an sich interessanter, weil diese Mechanik, dass man die Hämmer wirft, spezieller ist, als dass man Feuer schießt. Ja, wir haben zwar nicht Feuerblumen-Mario in diesem Spiel, diese Rolle nimmt der Feuerbruder ein, aber man könnte sich theoretisch auch andere Wesen vorstellen, die mit Feuer agieren. Zum Beispiel könntest du auch mit dem Hothead, den sehen wir hier, gegen so eine Fackel springen und dann würde die ebenfalls anzünden, zumindest rein logisch. Außerdem muss man da ein bisschen mehr mit einberechnen, weil man eben tatsächlich den Flug der Hämmer
oder den Flug der Hämmer mit einbeziehen muss. Ja, die fliegen nicht einfach geradeaus. Das ist immer so der Grund, warum Feuerbälle sehr, sehr stark sind. Sondern die fliegen in einem Winkel. Und in diesem Winkel kann man dann eben die Flächen kaputt machen, kann aber auch Gegner damit erledigen. Aber man muss sich halt richtig platzieren. Zugegebenermaßen beim Feuerbruder ist es auch nicht schlecht, weil beide immerhin die ganze Zeit springen. So ein bisschen, als wären sie auf dem Mond unterwegs, permanent. Und da sie die ganze Zeit springen und nicht laufen, musst du immer ein bisschen, ja, musst immer ein bisschen die Höhe von deinem Charakter auch mit einbeziehen. Wenn ich mir das jetzt so im Vergleich anschaue, würde ich sagen, dass der Hammerbruder gut ist und der Feuerbruder okay, ja. Feuerbruder, das hängt ja so ein bisschen damit ab, wie er am Ende des Tages genutzt werden würde. Da fahren wir jetzt halt wenig interessante Methoden, wie man die nutzen könnte. Während man beim Feuerbruder, oder zumindest mit dem Feuerbruder, sehr viele interessante Ideen einfallen, wie man die nutzen könnte. Zum Beispiel, dass du eben wie eben Schlemmerland in einer Fläche unterwegs bist, wo du genau überlegen musst, was mache ich jetzt kaputt? Weil ich muss ja die Mondstücke holen, aber... Und deswegen muss ich sie freilegen, aber wenn ich zu viel kaputt mache, kann ich mich gar nicht mehr draufstellen. Und da muss man dann sehr vorsichtig agieren. Das gefällt mir beim Hammerbruder sehr gut. Ich muss sagen, für mich ist er eigentlich sogar großartig. Ja doch, schon mal eh noch großartig. Okay, nee, ich habe mich umentschieden. Finde, jetzt wo ich mir dieses Rätsel nochmal vergegenwärtigt habe, würde ich doch sagen, dass er einer der interessantesten Figuren ist, mit denen man soweit spielen kann. Okay, da haben wir den Panzer. Der Panzer ist eine ganz andere Spielerfahrung. Ja, wir sind in der Ego-Perspektive und der dürfte vor allem bekannt sein aus dem Kampf, den man im Cityland gegen diese riesige Raupe geführt hat. Man ist deutlich stärker, weil man eben Kanonen en masse schießen kann. Damit kann man dann tatsächlich sogar Mondstücke einsammeln. Ich glaube sogar Powermonde, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Allerdings kann man sich eben nur in ein paar Richtungen bewegen. Ja, man ist nicht so flexibel wie Mario, man kann nicht springen. Man muss also vorausschauend agieren. Das macht den Endbosskampf auch so besonders. Und gerade weil man hier eine ganz, ganz andere Spielerfahrung hat, die mit Mario so überhaupt nicht möglich gewesen wäre, ist das für mich ebenfalls eine wirklich großartige Verwandlung. Okay, dann haben wir diesen Münzsack. Das ist jetzt keine reine Zweckverwandlung, muss ich sagen, weil bei dem kannst du rumlaufen und springen. Aber letztendlich dient es nur dazu, dass du mit ihm ewig lang rumläufst und Geld sammelst. Es ist ein wirklich nettes Throwback, ja, zu Super Mario 64, wo er zum ersten Mal vorkommt, dann spielt er New Super Mario Bros. Auf dem Nintendo DS, das ist alles cool. Aber als Verwandlung an sich nicht wirklich besonders. Also, ja, außer dass du halt auf Geld sammelst, ist dann alles. Okay, ja, der Baum... Reine Zweckverwandlung, der Stein, ebenfalls reine Zweckverwandlung, der Goomba, ja, ihr wisst schon, wo man seine unterschiedlichen Gesichtsteile suchen und ihm zuordnen muss. Okay, wisst ihr was, das bewerte ich jetzt mal nicht als reine Zweckverwandlung, weil da macht man tatsächlich etwas. Und ich muss sagen, das Rätsel war ziemlich cool. Also ja, es war echt schwierig, sich das alles so genau zu merken. Aber es hatte seinen Charme, ja. Es hatte viel mit Beobachtung zu tun, ja, sich genau anzuschauen, sich irgendwie anhand seiner Gesichtsform zu orientieren, wo oder wie er jetzt genau angeordnet sein wird. Deswegen tue ich ihn tatsächlich auf gut, ja. Hat Spaß gemacht. Coole Idee. Okay, die Raupe aus dem verlorenen Land, die vor allem dazu da war, um, sagen wir mal, irgendwas zu erreichen, was über einem Giftsee war, aber nicht durch eine Platte, zumindest eine normale Platte, erreichbar war, oder? In sehr dünnen Orten, ja, dünn nicht, eher schmalen Orten gelegen war, wo nur die Raupe reinkam. Und das Schöne war, man musste immer festen Boden unter den Füßen haben, dann konnte man sich praktisch strecken. Also man konnte jetzt nicht sich unendlich weit strecken, sondern man musste sich erstmal zu einer sicheren Platte hinbewegen und dann konnte man nach diesen Gegenständen suchen. Das war schön,
Jedoch hat man auch hier ein bisschen wenig mit der Idee am Ende des Tages gemacht, muss ich sagen. Da hätte ich mir wirklich interessante Konzepte vorstellen können, wie man das ausnutzt. Zum Beispiel, dass man immer wieder sich nach vorne, dass man immer wieder, ja, sich nach vorne strecken muss, damit Mario schnell, sobald eine andere Raupe kommt, rausspringen und die andere Raupe anzielen muss. Falls ihr wisst, was ich meine, dass man sozusagen Straßen damit baut oder etwas ähnliches in die Richtung. Es war halt größtenteils so, dass man sich diese eine Raupe geschnappt hat und dann konnte man ziemlich einfach überall hin und man hatte auch nicht wirklich die Gefahr, in den Tod zu fallen, weil sie immer automatisch zu ihrem sicheren Ort zurückgekehrt ist, wenn man es nicht ganz zu einer anderen Platte geschafft hat. Aber sie war schon gut. Sie war wirklich gut. Okay. Ja, damit schießt man sich und fliegt, reine Zweckverwandlung, damit schießt man sich nach oben, reine Zweckverwandlung, damit bewegt man den Gullideckel zur Seite, reine Zweckverwandlung, damit fährst du zum T-Rex, reine Zweckverwandlung. Ja, wenn ich den Goomba bewerte, muss ich den eigentlich auch bewerten. Die Steuerung war teilweise richtig, richtig bösartig. Aber wenn man sich ein bisschen dahinter geklemmt hat, konnte man sich dran gewöhnen. Ich habe tatsächlich schon schlimmere Rennen gefahren. Aber ja, wirklich angenehm war es nicht, permanent mit dem Steuer nachlenken zu müssen. Ich würde aber dennoch sagen, das ist auf jeden Fall okay. Ja, es ist eine gute Idee und man kann sich auch an die Steuerung gewöhnen. Aber teilweise hätte ich das mir ein bisschen weniger frustrierend gewünscht. Aber gut, es funktioniert am Ende des Tages. Dann haben wir hier diese Windböe. Ja, die Windböe ist ja dazu in der Lage, vor allem wenn sie böse ist, tut sie Mario wegblasen. Und ansonsten ist eigentlich die Idee, man schnappt sie und dann bewegt man sich von diesem Ort weg. Und dann sammelt man Sachen, die man sonst nicht einsammeln könnte, weil sie eben leicht in der Luft schwebt. Das ist so ihr ganzer Zweck. Ich würde sagen, es qualifiziert sich als okay, weil also die Idee auf jeden Fall cool ist. Ja, definitiv. Aber die Umsetzung ist sehr, sehr zurückhaltend. Man hätte viel, viel mehr mit einem riesigen Monster machen können, das in der Lage ist, Luftströme zu erzeugen, indem man selbst Hindernisse in der Welt platziert, die nur mit so einem Wesen beiseite gepustet werden können oder irgendwie so etwas. Also dann deutlich passender gewesen. Dann haben wir hier diesen, ja, kugelrunden Eisbär, diese neue Spezies, mit der wir dem Rennen fahren mussten. Ich muss sagen, es macht riesigen Spaß, mit dem unterwegs zu sein. Ja, es kann manchmal ein bisschen holprig sein, wenn du genau weil er im Prinzip die ganze Zeit nur am Rollen ist, aber wenn man das Timing meistert, kann man damit echt coolen Speed aufnehmen, man kann zu sehr coolen, oder man kann einige Höhen überwinden und man ist in der Lage, die Rennstrecke sehr, sehr einfach zu absolvieren. Ich hatte persönlich selten wirklich große Probleme, weil ich eben immer versucht habe, so viel Speed wie möglich aufzunehmen, indem ich in dem Moment, wo er aufgekommen ist, Tempo aufgebaut habe. Macht also riesigen Spaß, mit ihm zu spielen. Man muss ihn ein bisschen meistern. Aber für mich großartig. Okay, dann haben wir hier den Oktopusfisch, der ja eine Blase um sich herum hat. Und wenn diese Blase aus ist, dann muss er ins Wasser und muss sich regenerieren mit Wasser. Sonst geht es nicht mehr weiter. Aber ansonsten kann man mit ihm mit einem Jetpack nach oben fliegen. Und man kann diesen Jetpack auch benutzen, um Gegner anzugreifen. In dem Fall vor allem den Endboss. Was mir dabei wirklich gut gefällt, ist, dass du eine Art Limitierung hast. Denn du kannst nicht ewig mit deinem Jetpack unterwegs sein. Aber du bist auch gleichzeitig dazu in der Lage, dich mit deinem, dich mit cleverem Wassermanagement, sage ich mal, immer wieder aufzuheilen. Beispielsweise an dem Ort im Küstenland, wo du eine Lavapassage siehst. Dort kannst du dann
die Lava beseitigen an ein paar Stellen und dort zwischenlanden. Und dann kannst du wieder starten. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Position bist und kaum Wasser hast. Und auch ansonsten ist es natürlich einfacher, um höher gelegene Orte zu erreichen. Da musst du dann nicht immer springen. Aber du musst dir eben bewusst sein, irgendwie musst du es dann schaffen zu landen oder er verschwindet wieder. Ist auf jeden Fall extrem cool damit zu spielen. Für mich eine großartig. Oder ein großartig. Okay, dann haben wir den Hot Hit. Ja, der Hot Hit ist dazu da, um in der Flüssigkeit zu schwimmen. Im Schlemmerland. Dieser sehr heißen Flüssigkeit. Und dann gegen den Endboss zu kämpfen. Und der Endbosskampf ist sehr cool, weil du im Prinzip eine Art Rutsche aus dieser heißen Flüssigkeit herumschwimmen und dem Vogel dann gegen den Kopf springen musst. Aber ansonsten ist der Hot Hit größtenteils eine Verwandlung, die als Navigationsmittel gedacht ist. Ja, du kannst aber theoretisch auch Fackeln anzünden, wie gesagt. Aber ja, das ist der größte Zweck der Hot Hits. Daher würde ich sagen, ist das am Ende okay. Okay, dann, das ist soweit ich weiß, der reine Zweck war, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, dass man sich die verwandeln kann, wenn ich ehrlich bin. Paragumba. Paragumbas sind anders als normale Gumbas nicht in erster Linie dazu gedacht, dass man sich aufeinander stellt, sondern sie sind dazu gedacht, dass man von Ort zu Ort fliegt. So ein bisschen die Aktion, die ich von Lucky 2 erwartet hätte, nur dass der Gumba nicht wirklich viel Höhe erreichen kann. Es geht wirklich nur darum, dass man in der Lage ist, Schluchten zu überwinden. Aber auch mit dem Paragumba kann man nicht ewig fliegen, da muss man dann natürlich immer wieder aufpassen. In jedem Fall ist es spannender, mit dem Paragumba nach Geheimnissen zu suchen, als mit dem normalen Gumba, weil bei den normalen Gumba klar ist, dass wenn es sich bei ihnen um mehrere handelt, du dich in der Regel nach oben stellen musst. Während bei Paragumbas nicht immer klar ist, wo du dich jetzt genau platzieren musst, oder das Ganze ein bisschen vielseitiger ist. Ich würde daher Paragumbas eher in die Gut-Kategorie tun. Okay, das ist, soweit ich weiß, eine reine Zweckverwandlung. Ich kann mich nicht mal mehr richtig daran erinnern. Warum ist die zweimal da? Okay. Okay. Dann haben wir hier diesen Pixar, der extrem bösartig zum Steuern ist. Das Schlimme finde ich zumindest. Wenn man beispielsweise sich nach oben katapultieren möchte, ja, und am höchsten kommt man, wenn man schüttelt. Und man ist da mit dem Schnabel in der Wand und dann schüttelt man nach oben. Und dann will man zustechen, aber er dreht sich aus irgendwelchen Gründen weg. Es kann sein, dass das so 100% mein Fehler ist, weil ich irgendeinen falschen Knopf gedrückt habe oder eine falsche Bewegung gemacht habe. Aber es ist nicht immer offensichtlich, was man machen muss. Die Idee ist an sich cool, ja, dass man sich sozusagen von Wand zu Wand peckt und sich dann mit etwas Anlauf nach oben schießt. Aber teilweise wirkt die Steuerung ein bisschen ungenau, muss ich sagen. Man gewöhnt sich jedoch daran, dann funktioniert es ein wenig besser. Trotzdem, dass man diese Stelle dann nach diesem langen Parcours an der stockfinsteren Seite des Mondes platziert hat, ja, da bin ich jetzt nicht wirklich ein Freund von. Ich würde sagen, es ist noch okay, aber knapp, weil ich finde, man hätte die Steuerung wirklich etwas zugänglicher machen können. Zumindest, dass man genau einschätzen kann, wo man am Ende landen wird. Wobei, nee, das ist nicht so wichtig. Das kann man. Sondern, dass man einschätzen kann, dass man mit dem Gesicht nach vorne zeigen würde und nicht in der Luft irgendwelche Drehungen macht. Wir haben hier Statuen Mario. Der ist, glaube ich, nur dazu da, dass man sich auf den Power- oder auf den Schalter stellt, den Powermond aktiviert. Ich habe keine Ahnung mehr, was man damit macht, aber wahrscheinlich auch nur sich bewegen. Okay, der Knochentrocken. Oder der Paraknochentrocken, besser gesagt. Ähnliche Funktion wie der Paragumba, nur dass er an einer anderen Stelle vorkommt, nämlich in der Lava-Welt, oder beziehungsweise in dem Lavaschloss auf dem Mond. So. Ist ganz cool, mit ihm zu fliegen, ja. Vor allem, wenn man damit eben Geheimnisse erreichen kann, die man sonst nicht erreichen könnte.
Ich würde sagen, ich bewerte ihn eigentlich mit dem Paragumba, ja? Sie haben jetzt wenig Binnendifferenzierung und ich würde sagen, das, was ich zum Paragumba gesagt habe, trifft auch mehr oder weniger 1:1 auf den Paraknochentrocken zu. Dann sehe ich schon, wir haben jetzt zwei Kugelwillis. Wir haben zum einen den Kleinen und zum anderen den Großen. Ja, beim Kleinen ist man in der Lage, vor allem im Wüstenland, Säulen zu erreichen, die weiter weg sind, die man mit einem normalen Sprung nicht erreichen könnte. Und dazu muss man einiges an Tempo aufbauen. Vor allem eben, wenn man dort etwas wegsprengen muss und zwingend einen Kugelwilli braucht, da kann man sich nicht mal hochglitschen. Wo man dann eben ganz genau auf das Timing achten muss. Ja, sobald man ihn einfängt, muss man sofort in die Richtung preschen, weil man eben nur ein limitiertes Zeitlimit hat. Das ist auf jeden Fall gut. Aber auch hier ist so ein bisschen das dem, wie viele unterschiedliche Sachen kannst du damit machen. Und tatsächlich gibt es immerhin ein paar. Zum Beispiel auch, dass du stattdessen durch einen schmalen Gang durch musst, wo es dann nicht so sehr um Tempo geht, sondern vor allem um Genauigkeit. Ich würde ihn daher auf gut tun. Und der Riesenkugelwilli wiederum muss wirklich Hindernisse überwinden. Ja, da geht es darum, dass man so fliegen muss, dass man, sagen wir mal, bestimmte Blöcke aus dem Weg räumt, wo man sich hinbewegen muss. Aber, dass man sie auch nicht so zerstört, dass man da gar nicht mehr drauf landen kann. Denn man muss ja immer mal wieder wechseln. Ich würde den ähnlich einstufen. Beide sind auf ihre Art und Weise cool zu spielen. Dann haben wir den Chuck. Ja, der Chuck ist einer der coolsten Gegner Super Mario World. Einer der coolsten Gegner, die hier wieder kamen. Und die Verwandlung war enttäuschend, muss ich leider sagen. Also er war wirklich am Ende des Tages, konntest du kaum irgendwas Cooles mit dem Chuck machen. Ja, das hat mich, fand ich schon traurig. Ja, man hätte so viele interessante Möglichkeiten finden können, die Geheimnisse zu lüften oder permanent mit ihm zu rennen und damit Passagen zu überwinden oder sonst etwas. Von der Grundkonzeption her ist er jedoch okay. Aber, ja, so, von den eigentlichen Moves, die er kann, von der Art und Weise, wie er eingebunden ist, eher meh. Okay, Bowser. Bowser am Ende zu spielen war einfach absolut großartig, ja. Er hat ein sehr einzigartiges Moveset, ja, ist aber zugleich sehr, sehr stark. Es war schön, diese Stärke mal selbst anwenden zu können, um nach vorne zu preschen. Die ganze Physik von Bowser mal zu erleben war cool. Oder eben auch diese brutale Stärke tatsächlich einsetzen zu können auf seiner eigenen Flucht. Er ist vielleicht nicht ganz so cool wie Mario Luigi oder Abenteuer Bowser, aber immer noch richtig, richtig episch zum Spielen. Ich tue ihn auf großartig. Okay, die Buchstaben sind drei der Zweckverwandlungen. Dann haben wir hier aus irgendwelchen Gründen drei Kettenhunde und mir ist es so egal, was jetzt die Binnendifferenzierung von denen ist, muss ich ehrlich sagen. Also, du nimmst sie und du schleuderst sie gegen andere Kettenhunde, um andere Sachen zu zertrümmern, oder du schleuderst sie direkt in ein Loch rein. Es ist ganz cool, um irgendwas zu aktivieren. Es ist ganz cool, um sich am Anfang mit der Fangmechanik vertraut zu machen, aber am Ende des Tages sind sie, wenn es nicht gerade diese Winkelspiele gebe, wo du eben genau überlegen musst, wie schieße ich einen Ketten und noch auf den anderen und wie fliegt der dann wiederum, um was zu aktivieren, wären sie eher nicht gut. So tue ich sie zumindest auf. Okay. So. Keine Ahnung. Ah ja, das ist das Mario-Bild. Würde ich sagen, Was macht denn das nochmal? Ich habe echt keine Ahnung, was das macht. Ich weiß, beim Goomba musst du seinen Kopf zusammensetzen. Ah ja, bei Mario ist das auch so. Aber wisst ihr was, ich tue die gleich bewerten. Okay, Yoshi. Yoshi, das war jetzt nicht seine beste Version, sage ich mal. Ja, wir hatten schon Yoshis, die deutlich coolere Moves hatten. Aber natürlich, dass wir überhaupt mit Yoshi spielen konnten, war schön. Der hatte seine gewohnten Stärken, ja, den Flattersprung, dass er Früchte essen kann. Diese Sachen, in dem Spiel wirkte er vielleicht nicht ganz so spektakulär, weil man eben so eine große Anzahl an unterschiedlichen Gegnern hatte. Sein Grundgerüst hat jedoch gestimmt, daher ist er für mich gut.
So, das Teil, reine Zweckverwandlung. Und der T-Rex, muss ich irgendwas sagen? Du verwandelst dich in den T-Rex, du zerstörst alles in deinem Weg, du machst alles in deinem Weg kaputt. Ja, du massakrierst alles. Es ist einfach nur episch. Ja, du hast aber nur ein limitiertes Zeitfenster, so bist du nicht zu overpowered. Und ja, du bist ein verdammter T-Rex. Großartig. Also, habt ihr irgendwas anderes erwartet? Okay, das war meine Liste zu den Fangwesen in Super Mario Odyssey. So ungefähr sehe ich es. Und man sieht schon, es ist relativ eindeutig. Den Großteil aller Fangmöglichkeiten mag ich in dem Spiel. Und ich möchte nochmal dazu sagen, okay heißt wirklich okay. Okay heißt wirklich, es macht mir immer noch Spaß. Ich finde sie jetzt nicht spektakulär. Ich finde sie jetzt, dass es jetzt nichts Besonderes ist, nichts Herausragendes. Es gibt so ein paar negative Punkte, so ein paar enttäuschende Punkte, die ich daran habe. Aber es ist wirklich okay. Und genauso sieht diese Liste am Ende aus. Außer jetzt bei der Piranha-Pflanze und bei dem Portemonnaie finde ich, dass wir hier ein sehr, sehr, sehr starkes Raster an unterschiedlichen Wesen und Fähigkeiten haben, die sich insgesamt wirklich gut ergänzen. Und jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Seht ihr es ähnlich wie ich oder habt ihr andere Einstufungen, was die einzelnen Fangwesen angeht? Schreibt es mir in die Kommentare, da möchte ich gerne mit euch darüber diskutieren. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Ideen für weitere Listen habt, schreibt sie mir ebenfalls in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr gerne im Video einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, damit ihr nichts verpasst, mir auf meinen Social Media Kanälen folgen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr bei weiteren Videos informiert werdet. Ansonsten möchte ich zum Schluss noch meinen Kanalmitgliedern und Unterstützern Shorty, Ahmed Tendo, Ayumi, Herr Veljev, Domtendo, Michael, Borgdrohne, Arktinerd, der Feuerspucker, Justin, NGM64, Ace Puma, Strui, Future Saiyajin und JJ danken. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Man sieht sich bei hoffentlich weiteren spannenden Videos. Dankeschön und tschüss.